Schwanensee ist ein weltberühmtes Ballett zur Musik von Peter Iljitsch Tschaikowski. Mit diesem Werk rund um den weißen und den schwarzen Schwan feiert Ballett Ried sein 25-jähriges Jubiläum. Es ist einfach pure Emotion, also die Verzweiflung vom weißen Schwan und die Verruchtheit vom schwarzen Schwan. Es passiert so viel gleichzeitig und es ist einfach nur mitreißend. Bei den Hauptrollen von Schwanensee geht es darum, das Böse zu bekämpfen, damit das Gute siegt. All das in Spitzenschuhen. Wie 4 war, habe ich erstmal gesagt, ich möchte Ballett machen. Und wie ich dann da hergezogen bin, habe ich das erste Mal die Möglichkeit gehabt, dass ich wirklich zum Tanzen anfange. Und es ist einfach, ich kann meine Emotionen wirklich zeigen und es war immer ein großer Traum für mich. Also Ballett Ried ist definitiv meine Familie. Es sind auch meine Anfänge. Ich glaube, ohne Ballett Ried wäre ich sicher nicht auf den anderen Bühnen dieser Welt. Und deswegen bin ich immer sehr dankbar, wenn ich zurückkommen darf. Und ich bin immer gern da, falls sie mich brauchen. Die Ballettschule Ried ist wie eine große Familie. Hier tanzen 50 Tänzer und Tänzerinnen im Alter von 4 bis 70 Jahren mit. Das tänzerische Können ist entscheidend, das Outfit auch. Ein Ballettkleid und Ballettschuhe und eine Strumpfhosen. Also wir haben angefangen zum Proben, jetzt für das vor 3,5 Monaten. Es waren jetzt gut 100 Tage und das war echt 3-4 Mal die Woche im Tanzsaal, also bis zu 3 Stunden. Und es ist wirklich, also viele Leute kennen jetzt diese HIIT-Trainings, die man auf YouTube überall findet. Das ist genau das, was wir jetzt eigentlich 3,5 Monate gemacht haben. Einfach gibt weiter, bis es perfekt war. Ich glaube, die Kinder sind das Wesentliche in dem Stück und man merkt halt einfach, wie viel Leidenschaft die da einsetzen. Also auch bei den Proben hat man gemerkt, es ist gar nicht zu viel, es kann gar nicht oft sein, weil sie haben so viel Freude dabei und das ist voll schön zum Sehen. Ja, es ist ganz graziös, was die jungen Herrschaften schon aufführen. Also meine Enkelin ist ja auch dabei. Und wir sind ganz stolz, also es ist allerhand, was da schon gemacht wird, in dem Öter. Helena Huber-Ross leitet Ballett Ried schon seit 2010. Geboren in Los Angeles, hat sie ihre klassische Ballettausbildung in Beverly Hills absolviert und war von 1993 bis 2002 Mitglied des Wiener Staatsopernballetts. Es war mir nicht mehr wichtig, auf der Staatsoperbühne zu tanzen, sondern einfach dort, wo das aufgenommen wird, mit großer Freude. Das ist mir das einfach die erste Aufgabe, dass die Teilnehmer und Zuschauer berührt werden im Herzen. Das ist das Auf und Alles. Für mich ist das Ballett. Ballett ist eine harte Schule. Laut Helena Huber-Ross aber eine ganz einfache Verbindung von Körper, Herz und Seele. Sondern für mich ist es der Poesie, das ist diese unglaubliche spirituelle Darstellung von Gut und Böse und das am Ende der Gute siegt und das bringt die ganze Ballettfamilie einfach hinaus von seinen Sorgen und Problemen in eine wunderbare Welt von Freiheit und Schönheit. Ja, das ist eben genau das Wort Familie. Wir sind eine kleine Familie, wir halten alle zusammen und es ist einfach ein Erlebnis, auf der Bühne zu stehen, das alles, was man im Tanzsaal versucht umzusetzen, dann auf die Bühne zu bringen. Und das passiert in der Familie einfach am Schönen. 25 Jahre Ballett Ried. Mit Schwanensee wurde das Jubiläum auf edle Weise zelebriert.